Der Tag ist noch jung. Das macht der Trupp. Der Trupp hier ist ein bisschen angeschlagen. Der geht erstmal hierhin. 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 Ja, das ist okay. Die liefern gerade ihren Stuff ab. Das haben sie jetzt getan. Und dann können sie... Die schicke ich auch mal in die Richtung, weil ich ja, wir wollen uns hier an diese wissenschaftlichen Materialien ran looten. Also, los geht's. Roger. Ich habe hier mal Zeitung ausgetragen. Ich habe in der Nähe auch gewohnt. Oh, das weiß ich noch. Ich erinnere mich daran, dass ich hier hinten in der Gegend Zeitung ausgetragen habe. Hier so. Da hat mich so eine... Ich bin immer später... Der eigentliche Austräger, der war im Urlaub und der ist wohl irgendwie immer morgens um 6 gekommen mit der Zeitung. Ich kam immer erst um 10 und diese alte Frau hat mich so angemotzt. Warum ich mir... Wie ich mir das erlauben kann, einfach so erst um 10 die Zeitung zu bringen. Ja, hat mich nicht groß interessiert. Ich wollte nämlich immer ganz schnell nach Hause, weil ich konnte natürlich nur Zeitung austragen, weil Ferien waren. Und in den Ferien durfte ich Unlimited Computer spielen. In diesen einen Ferien, bis meine Eltern gemerkt haben, dass ich es komplett übertreibe. Und dann war das auch aus damit. Aber da habe ich Dune 2 gespielt zu der Zeit. War ich dann mittags wieder zu Hause und dann ging es weiter, Dune 2. All day long. Oh, hört ihr das? Chief, we just found a dead animal, but the thing is, it was literally shredded to pieces. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Okay. Stay alert. Ja, stay alert. Winter is coming. The days will be shorter. The farms won't produce any more food. We should brace ourselves. This might be the hardest days of the year. No more. Für den Winter vorbereiten. Let's prepare for winter. Okay, sieht soweit gut aus. Unsere Leute machen ihr Ding und rennen durch die Gegend. The place is adapted. Ich glaube, wir haben ein bisschen Pech, dass wir noch kein Auto gefunden haben. Darauf warten wir gerade, weil nur mit dem Auto will ich so weit weg und da hinten bei der Schule die wissenschaftlichen Materialien holen. Ne? Hier, große Gebäude. Dauert länger, geplündert zu werden. Ja, das Spiel nennt es auch Plündern. Boss, we're running out of space for resources. We have to build a warehouse. No more to find. Okay, we'll build one. Wir brauchen ein neues Lagerhaus, oder was? Wir sehen hier 347 von 372. Ja, aber jetzt kommt doch der Winter. Wir werden das doch jetzt über den Winter her... Na gut. Wir brauchen wirklich noch ein neues Lagerhaus. Welches wäre denn hier super gut? Wir haben hier Lager 500, 300, 60, 70, 100, 300. Everything's collected. Hier, das 300er Lager wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? 77, 200. Let's do it. Das hat 500. Lager 500. Wollen wir das nehmen? Ja, ne? Okay, neues Lager. Wir könnten Parallelzäune bauen. Die können wir aus verschiedenen Materialien, wir sehen es hier, von Backstein über Metall runter zu Holz und Stacheldraht. Wir sehen hier die Ressourcen, die gebraucht werden. Selbstverständlich entsprechend. Backstein, Metall oder Holz. Wir gucken mal. 75 Holz, 45 Metall und 86 Backstein.
Da wir das erste Mal spielen, können wir noch nicht so richtig einschätzen, welche Ressource in welchen Mengen gebraucht wird. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Ja, wir haben noch Platz, oder? Send them in. Kommt rein, kommt rein, kommen Sie rein. Unsere Trupps, unsere Squads sind noch ausgelastet und plündern fleißig die Gegend. No more to find. Bauen die Felder auch was an? Ja, es sieht so aus. Die Leute bewegen sich, wackeln so ein bisschen mit ihren Händen. Hier sehen wir einen leichten Fortschritt. Verbleibende Produktionszeit 13,5 Stunden. Ich würde sagen, ja. Auch wenn ich euch beipflichte, dass man das nicht so richtig erkennen kann. Ja, wollen wir ein bisschen Zaun bauen? Wollen wir hier vielleicht... Wir müssen jetzt... Vor allem hier brauchen wir einen Zaun, ne? Naja, wir können... Ja, doch, wir brauchen einen Zaun. Stop working. Start winding down for some rest. Naja, ein hölzernes Tor könnte man zum Beispiel... Wenn man hier so ein hölzernes Tor hinsetzt, ne? Das wäre doch ganz cool, oder? Und dann erstmal eine Holzpalisade. Die können wir hier überall, wo wir wollen. Ich sagte es ja, ne? Komplett frei. Na, jetzt gerade so dunkel. Jetzt sieht man das nicht so gut, was man baut. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Kurz auf Pause. Die Leute mal nach Hause schicken. Das ist mir zu gefährlich. Ihr kommt gerade nach Hause, ne? Wunderbar. Macht das mal. Was mit euch, Leute? Kommt auch bitte. Ab nach Hause. Was mit dem Trupp? Das Problem ist immer, wo ist der Eingang zum Gebäude? Sieht man das irgendwo? Das wäre schön, wenn man das sieht, weil das ist eine wichtige Information. Weil da gehen die immer rein und raus. Wenn die jetzt hinten rausgehen würden, das wäre super gut. Aber es sieht aus, als wäre hier so ein Weg. Wird bestimmt der Eingang vorne sein. Naja, die Leute sind zumindest jetzt... Jawohl, wir haben Leute zu Hause. Wenn die fertig sind... Okay, ich glaube, vielleicht können wir jetzt schnell... Oh, da ist der Eingang. Perfekt. Schnell weg. Schnell weg. Ab nach Hause, Leute. Ab nach Hause. Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Guck mal, da haben wir ja jetzt nicht geregnet, dass der Eingang hier ist. Da wird das Spiel wahrscheinlich auch selber irgendwie einfach nur würfeln. An welchen der vier Seiten der Eingang ist. Ja, das ist immer noch so, Sharkloft. Nur mittlerweile sind die Zombies nicht mehr bewaffnet, weil man um den Bahnhof herum keine Waffen mehr tragen darf. So, das liegt ganz gut. Aber jetzt kommen natürlich noch mehr Zombies. Ich glaube, die reagieren auch so ein bisschen auf Lautstärke. Wenn man einen so einen Fight hat, als Gefühl zieht das so ein bisschen die Zombies an. Oh, das ist halt ich noch nie. Böse Tiere kommen. Abknallen. Shoot them down. Oh, die sind schnell. Oh, die hatten wir noch nie. Neuer Content. Oh, sehr gut. Bisschen vorgespult gerade. Machen wir mal weiter. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir unsere Leute rausziehen. Die gehen mal hier hin.
Beziehungsweise man kann die auch so ein bisschen locken, ne? Wenn die rausgehen. On my way. So, 5 Uhr morgens. Ist doch wieder alles gut. Ready for action. We're on the move. Wir schicken mal die Trupps los. Der nächste Trupp geht hier hin. Oder hatten wir gesagt, wir wollen mehr in der Richtung, ne? Nee, eigentlich ist es völlig egal. Wir brauchen einfach nur ein Auto. Brauchen wir einfach nur ein Auto. Komm, mach mal hier. Going there. Da gebe ich mal ein bisschen mehr in Auftrag, weil die einfach so klein sind, dass das ratzfatz gehen wird. Okay. Und der letzte Trupp ist der hier. Der geht Richtung Schule. Beziehungsweise Richtung Autohändler, hatten wir gesagt. Der ist hier. Wie weit sind sie gekommen? Bis hier. Okay, weiter. Los geht's. Ein neuer Tag. Tag Nummer 6. Wäre es nicht gut, wenn ein Team im Wachturm ist? Du, der Wachturm ist irgendwie immer automatisch besetzt. Da sind immer Leute drin hier. Siehst du, zugewiesene Arbeiter 2? Die haben Pistolen. Hier sieht man das, kann man auch entsprechend ausrüsten. Wollen wir mal gucken, ob wir... Wenn wir hier jetzt das Tor bauen. Sag mal, sind diese Türme auch besetzt? Denn ist der hier so ein bisschen überflüssig, ne? Na egal. Wir machen das mal so. So. Da kommt das, jetzt machen wir es nämlich ein bisschen safer. Und dann fangen wir mal mit Holzpalisaden an, weil Holz haben wir hier ja ohne Ende. Würde ich sagen, das ist die Ressource, mit der wir jetzt erstmal ein bisschen experimentieren können. Und bauen hier richtig cool unseren Zaun hin. Und den bauen wir... Ah, das würde ich gerne gerade hier runterziehen, das möchte das Spielchen nicht. Und dann bauen wir den mal so. Okay, das vielleicht mal. Okay. So, dann wünschte ich, dass ich diesen Turm weiter nach da, aber ist egal. Wir sehen, das klappt auch so. Müssen ein bisschen unsere Manpower nutzen, ne? Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Ah, okay, alles klar, Tabs, danke dir. Auf Leute geschieht. Ja, sollen wir noch Leute aufnehmen? Ich weiß es nicht genau. Wie viel Platz haben wir denn noch? Das können wir jetzt nicht einsehen. Ja, wir nehmen die auf. Send them in. Search done. There's nothing left. No more to find. Ja, sorry Tabs, aber ich gucke in den YouTube-Chat nicht so häufig rein. Construction complete. Construction complete. Building complete. Construction complete. Construction complete. Wir können eigentlich direkt weitermachen hier, ne? Chief?
If we want to build anything else, we need more resources. Send workers to chop down some trees. Maybe we could build some palisades with that too. Haben wir kein Holz mehr? Sammle Holz, ja, hier. Okay. Wie viel Holz haben wir noch? Ah, ich muss erstmal hier raus. Ah, was, Chief? Was sagst du? Ja, ja, weiß ich doch. Okay. Immer wenn eine Meldung kommt, darf ich nichts mehr im Spiel machen. Das ist ein bisschen blöd. Nee, Holz ist leer. Uiuiui, okay. Das hat anscheinend sehr viel Holz verbraucht, die Mauer. Eieiei. Das Ding ist, dass je weiter man weggeht, ne, umso, ist ja klar, weiter sind die Strecken. Und wenn die Leute einmal voll sind mit ihren Ressourcenplätzen von 4, müssen die jedes Mal super weit laufen. Da ist der nächste Trupp, alright. Ja. Jetzt kommt der Moment, wo man vielleicht doch ein bisschen schneller spielen könnte, oder? Wobei, das ist ein Spielchen, da muss man echt aufpassen. Es geht nicht automatisch auf Pause, wenn eine Zombie-Bedrohung kommt oder so. Es kann voll nach hinten losgehen. Bis jetzt haben wir noch keine Menschen verloren, was ganz gut ist. In meinem ersten Durchgang hatte ich, natürlich, weil es der erste war, im Prequel, zu dem Zeitpunkt schon 2, 3 Trupps verloren. Machen wir jetzt ein bisschen smarter. Search done. No more to find. Search done. Clear. Building clear. Oh, es wird spät. Es wird spät, ja. Dann bleibt ihr auch mal zu Hause. Ihr kommt auch nach Hause. Ihr seid richtig weit weg. Wenn ihr damit fertig seid, geht's nach Hause. Search done. Okay. Running out of stock. So, wir spulen durch die Nacht, bis jetzt keine Bedrohung. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Noch mehr Leute, ja. Hm. Ist bald Winter, ne? Jetzt wollen die alle hierher kommen, um unser Essen zu essen. Sollen wir die ausnehmen? Ist wieder Vollmond? Oh ja, es ist wieder Vollmond. Können wieder weitermachen. Oh, da muss ich mehr drauf achten. Die können wieder weitermachen. Okay, alles klar. Denn, Operator. Macht ihr hier weiter? Beziehungsweise, ich schicke euch, weil wir haben jetzt richtig viel Zeit mit dem Vollmond. Ich schicke euch jetzt direkt hier die Forschungsmaterialien. Let's do it. Ja, macht das mal. Das wird gut. Okay. Ihr seid unterwegs. Was mit euch? Ihr könnt... Wisst ihr was? Wir machen gleich den Double Whammy. Ihr geht auch mit und macht das. Alle konzentrieren sich jetzt auf Forschungskram. Außerdem bleiben sie dann schön zusammen, auch wenn wir kein Auto haben. Das sind doch nur 2. Wieso sind denn das jetzt nur 2? Bin ich doof? Ah, okay. Wir sehen hier einen Split. Das hier scheint ein Double Team zu sein. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Splitten die sich jetzt? Aha. Okay. Na gut. 5 Uhr morgens kommen sie an. Noch mehr Leute. Ja. Hm. Die meiden wir mal, weil wir hier oben haben wir was
Jetzt haben wir eine neue Option, ne? Wir wissen nicht genau, ob die nett sind. Die sind bewaffnet. Stay back or walk around them. Do not engage. Do not engage. There's nothing left. Hey, Bram. Ja, die deutschen Namen, das ist, weil das Hamburg ist. Man kann, das ist das Coole an dem Spiel, die ganze Weltkarte, nicht die ganze, aber die ganze Welt tatsächlich aussuchen, aber das sind, was ist das, Open Maps, Kartendaten? Und die ganzen Metropolen sind halt mit drin und dementsprechend sind das hier alles real existente Straßen. Mit mehr oder weniger real existierenden Häusern. Okay, wir haben in der Schule jetzt 3 Pistolen und 1,4 Munition gefunden. Das ist auch interessant. Aber wir haben 4 Forschungsmaterialien. Ab nach Hause damit. Ihr seid auch stark verwundet. Autobürger auf dem Rückweg holen. Wir sind ja schon auf dem Rückweg, sind wir immer voll schon. Aber da werden wir, ja, hast du recht, wir werden auch gucken bei Otto Böger. Das hätten wir vielleicht sogar mit einem Team machen können. Ja, es gibt auch Zombies, Burm. Das Spiel heißt Infection Free Zone. Das ist hauptsächlich eine Zombie-Nummer. Aber wir haben auch schon böse Hunde gesehen. Jetzt andere Scavenger. Aber hauptsächlich ist das so eine Zombie-Nummer, glaube ich. Hier links oben siehst du das vielleicht. An dem Symbol. Ja, aber ansonsten, jetzt im Moment sehen wir gerade nicht viel von Zombies. Okay, es regnet und wir haben... Oh, was ist los? Indem wir experimentieren und die gesamte Technologie aus der Zeit von der Pandemie umgestalten können. Wir können dort... auch alle Bücher aufbewahren. Lass uns ein Forschungszentrum bauen und die klügsten Köpfe dorthin schicken. Okay. Ja, lass uns das tun. Lass mich kurz auf Pause machen. Forschungszentrum wäre dann wahrscheinlich da. Ein Recherchezentrum. Brauche auch wieder Holz. Wo machen wir das? Es ist egal, wie groß das Gebäude ist beim Forschungszentrum eigentlich. Ich würde mal das nehmen. Das ist zwar recht klein, aber vielleicht braucht man ja kein großes Gebäude für ein Forschungszentrum. Das Spiel verrät einem das gerade nicht. Hier wird ein Forschungszentrum gebaut. Wunderbar. Es fehlt aktuell an Holz, aber das kommt ja auch parallel rein. So, wir müssen hier drauf achten. Es ist halt miteinander, ist mega gefährlich. Die sind super weit weg. Aber die gehen jetzt zusammen nach Hause. Sehr gut. Mehr oder weniger zusammen. Ein Trupp ist auch home, sodass wir die Base verteidigen. Oh. Das ist keine kleine... Oh. Ready for action. On my way. Operator. Nee, ich höre nichts. No. Okay, wir machen uns bereit. Okay, get ready to defend the zone. Operator, let's do it. Reporting. On my way. Langsam weiter nach Richtung nach Hause.
Ich war da aufgesplittet. Nee, gib mal hier ran. Sehr gut. Oh, große Horde. Das Problem ist, wenn das Haus nicht befestigt ist, kommen die da rein und dann gibt es den Fight im Close Quarter, dann können die Schaden kriegen. Aber wir haben's. Zumindest hier. Da sind noch mehr. Oh, hier sind Hunde. Aber das haben wir. Okay. Also, die sind da oben. Die schicken wir mal weiter in die Richtung. Könnt ihr da ein bisschen... die kämpfen mit anderen Überlebenden. Die kämpfen da gerade drin, oder was? Interessant. Schnieke vorbei. Treffen uns hier, ja? So, die kommen jetzt mit richtig vielen Forschungsmaterialien nach Hause. Oha. Kurz rausgehen, um die hierher zu locken. Damit die nicht das Gebäude angreifen. Schnell rein. Und dann, ja. Oh, das ist gefährlich. Okay, so, der Turm ist schon zur Hälfte kaputt. Aber sieht gut aus. Das sah kurz gefährlich aus. Wir haben es im Griff. Ich glaube, ich kann spulen. Den Rest schaffen wir so. Die Uhrzeiten sind immer ein bisschen komisch in dem Spiel. So um 5 Uhr wird es immer dunkel und morgens um 5 wird es immer hell. Ja, seht ihr, guck mal, es ist 6 Uhr. 6 Uhr wird es hell. Wir können jetzt morgens um 6 anfangen. Eine etwas ungewöhnliche Zeit. Kann ich mich nicht mit identifizieren. Okay, das ist frozen. Wir haben 4 Grad. Ja, wir haben unseren Stuff aber abgegeben. Wir werden jetzt mal mit dem Trupp mal direkt ins zur Autotechnik Bürger gehen. Oh. Hot spotted? Wieso das denn? Es ist doch nachts. Tags. Something must have made the infected extremely bloodthirsty. If more and more come, our chances of survival will be really low. Wir zeigen es denen. Then we'll take down as many as we can before we fall. Normalerweise verstecken. Ja, machen sie auch. Verstecken die sich bei Tagesanbruch in den Gebäuden. Ich glaube, da können wir jetzt auch einfach vorbeigehen. Waiting orders. Was machen wir mit dem Trupp? Ja, dann gehen wir kurz noch hier. Let's do it. Und der letzte Trupp. Gehen wir mal hier hin. Los geht's. So, mal gucken, ob das okay ist. Wenn... Oh. Ein Auto. Im Auto gefunden, okay. Mitten im Park. Ey. Sehr gut, wir haben das. Wir looten jetzt aber erstmal das, was wir hier gefunden haben. Dann holen wir das Auto. Sehr gut.
Hier unten plündern sie fleißig. Ja, gut, dann kommt er. Grüß dich, Lady Play Corps. Ja. Ich hatte das Prequel gespielt, also die Demo, und die geht nur ein paar Tage und das hat mir mega Bock gebracht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon den Umfang des Prequels durchbrochen. Ein paar Leute waren im Chat, die meinten, Endgame ist dann vielleicht ein bisschen nicht mehr so prall. Aber bis jetzt macht es mir Spaß. Wir finden es raus. Wir spielen es jetzt wie lange? Vielleicht 2 Stündchen oder so. Oder eine. Wir haben unser erstes Auto gefunden. Und jetzt können wir mit dem nach Hause düsen. Wollen wir das nach Hause bringen? Oder wollen wir damit zum Netto-Marken-Discount? Wir könnten auch zur Haspa und die Haspa plündern. Oder zur Tierpraxis Dr. Charlotte Platzer. Ah. Hier haben wir auch nochmal. Das sind die Elbe-Werkstätten. Hier haben wir auch nochmal Lehreinrichtungen. Das ist ja auch interessant. Wisst ihr was? Wir fahren da mal mit dem Auto hin. Einfach durch den Park. Den Park der bunten Bäume. Autohaus Bögner sind wir ja schon unterwegs. Da sind die schon unterwegs hier. Die machen das gerade. So, Auto ist da, alle aussteigen bitte. Und dann hier mal plündern. Wir könnten rein theoretisch, weil wir so viele Leute haben, eigentlich noch mehr Trupps. Aber wir haben keine Waffen für die, oder? Hat der eine sich eigentlich das Sturmgewehr genommen? Nee, keiner hat sich das Sturmgewehr genommen, oder? Das ist natürlich ein bisschen dumm. Ja, müssen wir es zu Hause mal switchen. Wir hatten ein Sturmgewehr gefunden, das sollten wir auf jeden Fall ausrüsten. Das ist viel besser wie eine Pistole. Vor allem aufgrund der Reichweite. Aber schießt halt auch in Salven, also es hat größere Reichweite, macht mehr Schüsse pro Zeiteinheit. Oh, unser neues Lager ist fertig. Sehr gut. Ja, ihr macht hier weiter. Search done. 15 Uhr. Search hier ist done. Wir haben nur eine Einheit Forschungsmaterialien gefunden. Macht nochmal schnell hier die Kleinhäuser fertig. Ihr seid im Autohaus fertig. Was habt ihr gefunden? Kraftstoff. Kraftstoff. Ja, dann holt euch nochmal hier die Nahrungsmittel ab. Und dann mal ab nach Hause. Ein weiter Weg. Wir sind gerade dabei, Scharklaufbäume zu hacken. Das hier sind die Baumhackaufträge, die blauen Bäume. Jetzt gehen sie alle. Okay, ab ins Auto. Nee, ihr geht jetzt auch nach Hause. Da kommen auch schon Zombos.
Oh. Man muss halt aufpassen, ne? Man darf nicht schnell spielen. Glück gehabt, dass wir das gerade noch gesehen haben. Schnell weg mit dem Auto. Und die Base verteilt. Hier Problemo. Können wir hier mit denen? Ne, da können wir nicht rein. Doch? Ja, wir können damit rein. Wir gehen mit den Leuten damit rein. Teilen uns das. Hey, seid ihr bescheuert? Okay. Oh, hier werden wir angegriffen. Die müssen die triggern. Kommt ihr mal. Yep. So, ihr steigt aus dem Auto aus. Oh, große Horde, ja. Wie sieht's hier aus? Das ist durch. Ab nach Hause. Oh, ein Raid. Schönen guten Abend. Eddie und Eddie, Leute. Ich begrüße euch. Ihr kommt gerade rechtzeitig zu einer Runde Infection Free Zone. Das ist vor 2-3 Tagen rausgekommen. Ist im Early Access und ist mega interessant, weil wir auf einer... Weil wir haben Geodaten von OpenStreetMaps. Und wir befinden uns gerade in Südhamburg, südlich der Elbe. Das sind alles korrekte Straßen hier. Wir sehen hier die Bremer Straße, der Bärentalweg, die Wilsdorfer Straße. Das hier ist die Außenmühle, der Außenmühlenteich. Da in der Nähe bin ich groß geworden. Ich habe schon erzählt, wie ich da ein halbes Dutzend Gummistiefel drin verloren habe, weil ich da durch den Sumpf gewartet bin. Und wir haben hier eine Basis aufgebaut in der Endzeit, weil Zombies sind da, ihr kennt das. Und hier am Frankenberg, Ecke Langenbeker Weg, am Rande des südlichen Stadtparks, haben wir ein paar Gebäude eingenommen, die das Spiel generiert hat an diesen Straßen, die aber auch alle auf den Geodaten von OpenStreetMaps basieren. Das macht es halt mega interessant. Und das hier ist unser Haupthaus. Wir haben hier ein Lager. Wir sind gerade dabei, eine Forschungseinrichtung zu bauen. Und hier kommen ständig neue Überlebende, die bei uns mitmachen wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle durchfüttern können. Wir waren gerade im Autohaus... Wie hieß der Laden? Autohaus Böger. Das war hier. Das Coole ist, dass du genau weißt, wenn du da... Die meisten Leute spielen natürlich da, wo sie aufgewachsen sind und wo sie sich auskennen. Dementsprechend weiß man schon ungefähr, wo man welche Materialien herkriegt. Und das Spiel rafft das auch. Wenn du Forschungsmaterialien willst, dann musst du die nächstgelegene Schule plündern oder eine Universität oder sowas. Und wenn du die Gegend kennst, weißt du, okay, ich kriege meine Forschungsmaterialien hier in der Schule. Sehen wir hier, das ist ein Schulgebäude. Mit an den Symbolen zu erkennen, dass wir da Forschungsmaterialien kriegen. Bei den Fragezeichen weiß man nicht, ne? Da kriegt man Vorräte, das sind normale Wohnhäuser. Hier sind Garagen, da gibt es dann eventuell Kraftstoffkanister. Und in der Nacht kommen die Zombies raus. Wir haben jetzt gerade November, das heißt, unsere Felder, die wir hier gebaut haben, produzieren kein Korn mehr. Und wir haben jetzt 23 Uhr. Jetzt ist gerade ruhig. Keine Zombies in der Nähe. Wir haben keinen Vollmond, das heißt, wir müssen in der Base bleiben. Es ist 2 Grad bewölkt. Wir spulen mal. Unsere Leute sind bewaffnet und wir wollten eigentlich dem einen Trupp unser neues Sturmgewehr geben. Hier, Max Dietrich, kann ich dir... Wie macht man denn das? Da kommt eine Horde. Sekunde, lass mich mal... Austausch. Nee, das möchte ich nicht. Wie gebe ich dem denn jetzt... Wie komme ich denn in mein... Wir hatten noch ein Sturmgewehr. Hier ist das Sturmgewehr. Ah, so geht das. Ach so, einfach Drag and Drop. Okay, jetzt hat Max Dietrich, nicer Name übrigens, ein Sturmgewehr. Schulen haben manchmal Notstrom- und Dieselaggregate. Okay, das klingt gut.
Ganz genau, Puddingplunder. Ich habe schon ein bisschen länger auf das Spiel gewartet, die Demo gespielt und war da schon mir relativ klar, dass wir da die Vollversion mal spielen werden. Wobei, wie gesagt, es Early Access, ne? So, wir spielen durch die Nacht. Ist es 1 Uhr? Das ist offline real, Iggy, ganz genau. Schuhen plündern ist immer gut. Ja, Schuhen sind nun leider recht große Gebäude. Da dauert das ein bisschen länger. Und das ist eine ziemlich große Horde, die hier gerade am Rande des Stadtparks aufgetaucht ist. Unsere Mauer hier an der Seite ist noch nicht ganz fertig. Aber die kommen alle von der Seite. Das ist eigentlich für uns optimal. Boah, hört ihr? Das sind die ersten Schüsse von unserem Sturmgewehr. Sehr gut. Das läuft sehr gut, auch wenn das noch nicht richtig fertig ist. 63 Überlebende haben wir gerade, ne? Wir bleiben bei 3 Trupps. Ich spule vor, es ist 4 Uhr. Um 6 Uhr wird es wieder hell hier. 5 und 6 Uhr. Wir nehmen mal den Trupp mit Max Dietrich. Wie ist das mit dem Sprit? Ja, hier sehen wir den Kraftstoff von unserem Fahrzeug, das wir gefunden haben. Da müssen wir drauf achten. Ich weiß nicht, sollten wir das Fahrzeug benutzen? Nee, eigentlich können wir aktuell noch alles mit zu Fuß erreichen. Das machen wir aus. Hier, der Trupp ist ein bisschen angekratzt. Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within too. We'll be ready. Ja, da freue ich mich natürlich schon drauf, wenn die aus den Gullis kommen. Ich schicke jetzt mal hier den Trupp mit Max Dietrich in das große Altenheim. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, das zu plündern und was wir da drin finden. Das ist halt jetzt, glaube ich, die Zeit gekommen. Autohaus Böger haben wir geplündert. Haben wir da ein paar Kanister rausgetragen? Naja. Oh, hier ist übrigens... Wieso ist hier Sicherheitseinrichtung? Mhm. Na gut. Ich denke, die nächstdichtesten Gebäude, die wir noch zu Fuß plündern können, machen wir hier die Ecke noch. Ja. Machen wir hier eine Runde. Es ist 8 Uhr morgens. Teams schwärmen aus. Die Zivilisten sind jetzt auch schon draußen, bauen die Basis weiter, hacken ein bisschen Holz. Grüß dich, Wolfgar. Vielleicht mal auf die Polizeigebäude gehen, um Gewehre zu bekommen. Ja, das machen wir auf jeden Fall demnächst. Grüß dich, Randje. Oh. Warum eigentlich Hamburg und nicht straight auf den Weg nach Norwegen? Wieso, was ist mit Norwegen? Ist das Zombie-Apokalypse technisch offiziell ein gutes Pflaster oder was? Ist ja verdammt kalt. Ja, Schmolle sagt es auch gerade. Moin, Randje. Next Mookie, grüß dich. Es ist definitiv ein interessantes Spiel. Und also der Unique Selling Point ist halt natürlich, dass ihr da spielen könnt, wo ihr zu Hause seid. Das macht so einen Spaß. Ich habe schon erzählt, wie ich hier früher Zeitung ausgetragen habe und so weiter. Und die böse alte Frau, die mich angemeckert hat, weil ihre Zeitung dann immer erst um 10 kam, weil ich immer Dune 2 spielen wollte zu der Zeit und sowas.
Rektalgewitter, Prost, jawohl. Haben noch ein bisschen was zu trinken da. Das Auto hat 10 Item-Slots. Oha, ja, du hast recht. Wie kriege ich denn die... Das müsste... Wie... Muss ich das manuell lernen? Das müssen wir mal gucken. Aber ja, das hat, du hast vollkommen recht. Sehe ich gerade auch. Bei der Frau habe ich schon geplündert. Wir können mal gucken, habe ich bei der Frau, die mich angemeckert hat, geplündert. Die wohnte hier. Die wohnte hier ungefähr. Haben wir hier schon geplündert? Nee, die habe ich noch nicht geplündert. Hier ist ein phänomenaler Feuerwerksverkauf. Hier wurde ich mal beschossen. Hier gibt es nämlich... Normalerweise ist hier keine Straße runter. Hier ist so eine Art Schützenverein. Und davor ist ein großer Platz. Und da findet immer... Osterfeuer statt. Und im Süden von Hamburg ist es nicht ganz so safe. Da sind viele verrückte Leute. Und wir waren hier unten an diesem Osterfeuer. Und hier oben hatte sich so eine Gruppe von verrückten, minderbemittelten Typen versammelt, die, glaube ich, mit ihren coolen Airsoft-Waffen in die Menge geschossen haben. Und die haben mich original direkt unterm Auge erwischt. Es war richtig Glück. Nur 1 Zentimeter höher und ich hätte wahrscheinlich jetzt nur noch eins dieser Organe. Da muss ich heute noch manchmal denken, weil das eine ziemlich knappe Nummer war. Ist halt hier oben eine nicht so coole Ecke. Wir sehen hier, hier sind ziemlich ranzige Hochhäuser. Hier wurde so das absolute Gesocks in der Gegend. Und dementsprechend hatte ich ja auch mal die Geschichte erzählt, wenn wir weiter in die Richtung gehen, haben wir hier oben... Wo ist das? Hier ist die Hohe, hier habe ich auch mal gewohnt. Warte mal, wo sind wir genau? Hier durch, da... Warte mal, hier habe ich... Ich glaube, hier habe ich mal gewohnt und das ist das Phoenixviertel, weil das hier das Phoenixwerk ist. Da kann ich jetzt nicht weiter ranzoomen. Aber das ist im Hamburger Abendblatt, der lokalen Zeitung hier, wo es jedes Jahr immer so eine Einschätzung... Da gibt es dann so eine Karte, wo die Straßen farbkodiert eingetragen sind, je nach Kriminalitätsrate. Und das hier ist immer pechschwarz, weil schwarz die böseste Farbe ist. Und ja, da haben sie Verbrechen, haben sie mein Auto aufgebrochen, hier sind nachts die Hilfeschreie und so weiter. Und da ist es noch ein bisschen gefährlicher, diese ganze Ecke hier. Da wurde gerade, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr wieder einer hier abgestochen. Und apropos abgestochen, ich habe auch mal hier gewohnt, an der Ecke hier beim Busbahnhof gegenüber. Da gibt es einen Krogladen. Das scheint jetzt ein Handyladen zu sein, wie hier steht. Stand zumindest eben kurz. Ja, Handyladen. Und da wurde auch mal einer abgestochen. Ich glaube aber, der hat überlebt. Und ich stand hier oben auf dem Balkon und habe die Blutlache gesehen und den Polizeieinsatz. Also, Hamburg Süd wird halt auch echt immer besser. Das ist offensichtlich noch schlimmer geworden, wenn ich die Geschichten... Wenn ich denen glauben darf, die ich in letzter Zeit so höre. Das ist nicht mehr so schick da. Deswegen dieses Spiel gar nicht so unrealistisch. Wo sind denn unsere Trupps eigentlich? Die sind jetzt hier drinnen und müssen sich verschanzen. Lass die mal... Bleibt mal da drin. Oha, das ist aber ein groß... da haben wir aber Probleme. Zum Glück sind die noch wenigstens fit. Die hier oben haben einen Tag gebraucht, um die Hälfte des Altersheims zu looten. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die Zombies gehen jetzt auf das Gebäude, was noch nicht fertig vorgespielt ist. Fertiggestellt ist. Wir nehmen mal die Typen hier. So, die, ganz genau. Ködern wir hier hin. Jetzt müssen wir gucken. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay, das kann ich aber nicht viel machen. Jetzt schnell hier rein. Thank you.
Okay, wir gucken weiter. Die sind hier. Es ist 19 Uhr. Und die scheinen wir schon abgeknallt zu haben. Gibt's Verletzte? Oh ja, die sind schon ziemlich verletzt. Kommt ihr nach Hause? Blutet noch das? Das habt ihr schon gescannt. Und danach bitte direkt hierhin. Oh, Unterstützung in der Base. Unser Kochhaus verliert hier krass an HP. Sieht gut aus. Die werden wahrscheinlich safe nach Hause kommen. Honigdachs, danke dir, Mann, für die 10 Monate. We're running out of resources. Ja, die Musik passt echt ziemlich gut, das muss man mal sagen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass mich die so ein bisschen an Gunship erinnert, auch teilweise. Und die finde ich gar nicht schlecht. An die Band Gunship. So. Die sind zu Hause. Die können ja hier weiter... Guck mal, jetzt verdeckt leider das Ganze hier den Progress. Das ist natürlich ein bisschen unnötig. Aber okay, ist noch Early Access. Operator. Spielen wir mal. 23 Uhr. Die Nacht hat gerade erst begonnen. Ah, bald dürfte es aber wieder wärmer werden. Ne? Jeder Tag ist ein Monat. Also so lange ist es denn auch nicht Winter. Oh, das so viel hatten wir noch nie, glaube ich. Hört sich so an, als wäre unser Sturmgewehr im Altersheim, ne? Das kommt jetzt gerade erst hier und kommt ein bisschen spät. Hätte schön mitmachen können. Naja, bring's mal ins Lager. Wunderbar. Und jetzt haben wir 5 Uhr morgens. Jetzt könnt ihr eigentlich auch ausschwärmen. Altersheim hatte anscheinend eine ganze Menge Ressourcen. Da müssen wir zweimal hin, um das zu looten. Da ist eine Pistole bei gewesen. Und wir wollten eins der Polizeigebäude mal looten, ne? Die waren hier hinten. Pass auf, wir schicken die mal dahin. Ihr geht mal dahin, dahin, diese und das und das. Unser anderes Team, was noch zur Verfügung steht, wo schicken wir das hin? Hier scheint noch ein Auto zu sein, sehe ich gerade. Naja, 2 Autos brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Wir machen mal hier. Hier haben wir noch eine Garage. Okay. So, jetzt dürfte es hell werden. Oh, eingeben die Übertragung. Was ist los? Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Wir haben 63 Leute. Send them in. Na gut. Die werden alle verhungern, ne? Aber ich kann nicht Nein sagen. Schön weiter. Ich hätte gedacht, dass das Altersheim-Plündern ein bisschen länger dauert, ne? Aber... Was? Armed and dangerous people? Oh ja, da oben. Böse Plünderer. Naja, wir plündern jetzt erstmal...
Genau, Richtung Polizeigebäude. Die plündern da. Okay, sieht gut aus. Ich würde gern vorspulen, aber das führt zu Problemen. Wenn wir da nicht aufpassen, kriegt er keine Warnung, ne? Wenn irgendwas Böses ist, dann spult man da durch und verliert seine Leute. Ja, die sind zumindest weg. Search done. Mit dem Auto kann man auch die Zombies gut kiten. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man kann die auch überfahren, aber dann macht man das Auto kaputt. Also zumindest kriegt das Auto dann ein bisschen Schaden. On my way. We're missing resources. Ja, Holz, I know. Aber wir sind ja dran. Wir haben ja eigentlich ganz viele Leute hier ans Holz hacken. Ich glaube, das habe ich nicht so optimal gemacht. Aber. Oh, okay. Speak of various kinds of infected animals they encountered, and other groups of survivors too. But they've lost people recently. It'll take some time for them to integrate. Let me find some jobs and shelter for them. Ja, lassen wir sie erstmal ausruhen und dann oder wollen wir sie gleich befragen? Kommen wir uns eilig. We have no time for that. Interrogate them now and get as much info as you can. Was soll schon schief gehen? Ist die Devise. Können wir kurz ein paar Fragen beantworten? Musst du dich doch jetzt nicht erstmal tagelang ausruhen, ne? Ich glaube, diese beiden Gebäude reißen wir auch ab, damit wir die Mauer hier schließen können. Und dann weiß ich halt noch nicht genau, wie groß unsere Basis werden muss. Ob wir die Gebäude hier auch noch brauchen, ob wir das komplett hier einzäunen oder ob wir hier wieder einen Zaun. Wie gesagt, es ist einfacher, eine kleine Basis zu verteilen, aufgrund der Waffenreichweite. Pro Squad ein Auto und ich loote viel schneller. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber wir brauchen wahrscheinlich auch viel mehr Sprit. Und das Ding ist, dass wir ja gar nicht schneller looten müssen, ne? Wir haben ja nur eine begrenzte Kapazität. Gut, wir haben jetzt ein neues großes Lager, aber irgendwie kommen wir mit der Geschwindigkeit ganz gut klar. Es ist jetzt kein Bedarf. Bin da so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß ja nicht, ob wir das Auto vielleicht doch irgendwann später brauchen für irgendwas Wichtiges. Und wenn wir dann keinen Sprit mehr haben, aktuell sehe ich da nicht unbedingt den Bedarf. Wo wir Bedarf haben, ist Holz. Und da sollten die Leute endlich mal anfangen loszuhacken. Ich verstehe nicht ganz, warum das so lange dauert. Ich habe hier leider nur 8 Leute zur Verfügung. Wieso nicht 10? Wir sind mittlerweile 67 Leute. Ihr könnt das hier ja gar nicht weiterbauen. Weil ihr kein Holz habt. Wo sind denn die ganzen Leute, frage ich mich. 15 zugewiesene Arbeiter hier, denen das Holz fehlt. Aber wenn denen das Holz fehlt, warum holt ihr denn nicht das Holz? Wieso kann ich denn hier nicht die maximale Anzahl an Leuten zuweisen? Und selbst wenn ich das hier mal durch... Ach so, das zählt auch. Hier stehen auch Leute und warten... Ja, das ist das Problem. Ich glaube, es ist ein ganz einfach das Problem. Die Leute haben kein Holz und stehen jetzt dumm hier rum. Anstelle, dass sie hier mithelfen, Holz zu hacken. Das ist das Problem. Aber sobald wir eins von diesen Segmenten fertig haben, haben wir hier die richtige Anzahl wieder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, klar, könnte ich hier da einen abziehen und da einen ab... Ach, machen wir das auch, oder? Na gut. Ich mag so Micromanagement-Sachen manchmal nicht, weil ich vergesse am Ende immer, das wieder zurückzustellen. Okay. Hostile group incoming. Ja, Boom Tankshot haben wir jetzt mal gemacht. Die Leute der Felder im Winter abziehen. Ja, das würde ich mir auch wünschen, dass das automatisch gehen würde. Ich meine, die Felder bringen jetzt nichts. Warum stellen sich die Leute jetzt auf die Felder? Meiner Meinung nach ist das die Aufgabe des Spiels. Das muss ich doch jetzt nicht machen. Da weigere ich mich.
Da bin ich bockig und sage, nö, das muss das Spiel machen. Ich ziehe die jetzt nicht ab. Ah, nee, das passt jetzt gerade. Wir haben genug Leute hier. Thomas Moy Jr. Ah. Got some bugs. Can't help you. Still early access. Can't help you, sadly. Ja, wir müssen die Leute woanders abziehen. Ja, ran zu Lot. Aber meint ihr nicht auch, das wäre super, wenn das das Spiel selber machen würde, ne? Das ist so eine Nummer. Naja. Operator. Let's do it. No more to find. So, es wird jetzt dunkel. Die Leute plündern hier und kommen dann hoffentlich nach Hause. Ready for action. Receiving. Die sind schon zu Hause. Habe ich die gar nicht losgeschickt? Okay, dann geht mal hier hin. Wir gucken mal, wie geht's unserem anderen Squad da hinten. Wieso funktioniert das mit dem Double-Click manchmal und manchmal nicht, dass ich da hinspringe? So, genau, irgendwo muss ich dahin klicken und dann springt er dahin. So. Okay, sieht gut aus. Die sind schon stark verletzt. Wie, jetzt haut ihr ab? Was für ein Plan? Bleiben die jetzt drin? Ja, das ist okay. Dann brauche ich mich da nicht weiter drum kümmern. Ihr geht bitte nach Hause, genau. Ich wollte mal gucken, hier unser Lager. Oh, guck mal, aber das ist Quality of Life. Wir haben hier zwar eine Lagerkapazität und da eine Lagerkapazität, aber ich muss jetzt nicht drauf achten, sondern die Lagerkapazität wird zusammengenommen. Das ist doch schon mal. Wie machen wir das jetzt mit dem Auto? Ah, man muss die Leute einfach nur... Okay. Na gut. Aber das muss ich denn trotz... Nee, die haben alles geholt. Auto ist leer. Kofferraum ist leer. Wunderbar. So, wir haben Zombos hier unten. Ich sage, nachdem ihr das hier gelootet habt, kommt ihr auch nach Hause. Die Zombie-Angriffe werden immer stärker. Mir wird das zu gefährlich. Ihr hier kommt hoffentlich sicher nach Hause. Wir spulen mal. Das sieht gut aus. Ho, 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 die kommen aber dicht. Ja, ja. Ist das okay, wenn ihr sonst vielleicht, wenn ihr hier bleibt? Warte mal, die kommen hier gar nicht durch, oder? Die sehen uns gar nicht, wenn wir hier erst rausgehen. Die sehen uns gar nicht. Wir können flüchten, schnell. Achtung, gleich sind sie fertig. Sehen die das? Verfolgen die uns? Oder ist es Zufall, dass sie dann, die kommen doch da nicht durch, oder? Die kommen da durch, verdammt. Okay, schaffen die das? Sieht gefährlich aus. Okay, wir brauchen Hilfe. Könntet ihr... Okay, wir machen das mal mit dem Auto. Los, Leute. Steigt ins Auto. Sehr gut. Und das Auto. Operator, going there. On my way. Let's do it. Bam! Einmal durchgewamst. Aber irgendwie scheint dir das nicht zu interessieren. Schnell zurück. Aussteigen. Ins Gebäude. Ah, das klappt ja ganz gut. So, unser Auto hat jetzt hier ein bisschen Schaden gekriegt, ne? Ungefähr 10%. Ja, nicht ganz. Ja. Ja. Zwischen 5 und 10%. Ihr bleibt jetzt mal in der Base. Es ist nachts. 10:30. Wir spulen uns durch die Nacht. Ja.
Noch mehr Infected. Aber weit weg entfernt von unserer Basis. Kein Problem. Ich glaube, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht bis jetzt. 4 Uhr. 5 Uhr. Okay, und 6 Uhr. Jetzt gehen die gleich hoffentlich in irgendein Gebäude und ziehen sich zurück, aber wir knallen sie wahrscheinlich vorher ab. Ah, uncool. Ah, nee, wir haben es. Sehr gut. Die gehen jetzt aber in das Gebäude hier und ziehen sich zurück. Tagsüber dürften die aber eigentlich nicht. Der Himmel ist so dunkel, dass die Infizierten tagsüber im Schatten der Wolken laufen können. Wir müssen wachsam sein. Richtig. Ja, good point. No shit. Und jetzt? Aha. Ja, okay, aber wenn das so wolkig ist. Wir sehen hier Doppelwolke mit Blitz und Regen. Alter Schwede, das ist ja fast eine Naturkatastrophe. Was machen wir denn jetzt? Soll ich meine Teams rausschicken oder bleiben wir heute, haben wir heute frei am 11. Februar? Was sagen denn eigentlich unsere Nahrungsmittelvorräte? Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Da blitzt es, habt ihr gesehen? Keiner beim Holzhacken. Wir haben hier 9 Leute drauf angesetzt. Eigentlich eben sogar 10. Irgendwo ein Baum ist wahrscheinlich weniger. Wieso sind die denn jetzt nicht raus? Weil die sind ja auch raus zum Bauen. Und wo sind die Leute auf dem Feld? Die sind jetzt plötzlich auch weg. Das Spiel verwirrt mich. Die schießen doch aus dem Auto raus. Okay, das ist praktisch. Ich glaube, heute machen wir mal frei. Zum Glück haben wir hier sehr viel Holz. Baut ihr das mal fertig? Wir haben hier 28 Wohnraumkapazität und 27. Das hatten wir eben akribisch ausgerechnet. Was haben wir gesagt? Das ist 55. Wir haben 67. Das heißt, 12 Leute sind ein bisschen unzufrieden. Einer ist arbeitslos. Guck mal, hier kann ich das... Ah, hier kann ich das übersichtlicher regeln, ne? Oh, Sekunde, Horde, wo? Oh. Aber die kommen wenigstens aus der richtigen Richtung. Das können wir gut verteidigen. Ich weiß nicht genau, ob man überhaupt welche von den Zivilisten verlieren kann. Zumindest haben wir keine verloren. Von unseren Squads natürlich, aber man kann die ganz gut austricksen. Ja, wir benutzen wieder
den guten Wir kiten die Zombies nach Hause Trick, sobald die irgendein Gebäude angreifen, was nicht innerhalb unserer Verteidigungszone hier liegt. Wie eben das da, müssen wir eigentlich nur einen Schritt nach draußen setzen. Damit überlisten wir die KI und sie kommt zu uns gerannt. Naja, überlisten wir wirklich die KI oder sehen die einfach nur Menschen, die da rumlaufen, als leckereres Ziel an, als das Gebäude? Wahrscheinlich, ja, denken wir uns mal Letzteres. Es ist 19 Uhr. Verbringen wir mal die Nacht in unserem sicheren Gebäude hier am Frankenberg. Oh, da kommen die nächsten Typen. Schnell ein Team raus, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und dann wieder rein. So, ich habe auch noch Probleme damit einzuschätzen, wie das hier mit unserem Lebensmittel. 4 Bürger verbrauchen täglich eine Kiste mit Konserven oder Lebensmittelrationen. Der letzte Vorrat Lebensmittel reicht für 2 Tage. Was? Okay, dann haben wir ein Problem. Gute Nacht, lieber Junge. Naja, hier steht das ja eigentlich, ne? Ein Holz und 2... wir brauchen auch Holz wahrscheinlich als Feuermaterial, ne? Da können wir Kaffee draus machen. Aha. Aha, okay. Eieiei. 2 Uhr nachts. Kommt da noch mehr? 3. 4. 5. Und 6 Uhr morgens. Die Leute schwärmen aus. Ja, jetzt hacken sie auch wieder Holz. Jawohl, da bringen sie Holz nach Hause. Ja, wir haben kein Holz. I know, I know. Und wir werden als nächstes denn, wenn die hier fertig sind und dann vielleicht auch, die brauchen ja nicht mehr viel Holz, um die Mauer hier zu bauen. Dann haben wir ja wieder genug Leute frei und dann werden wir hier mal eine ganz große Holzhackaktion starten, wo die Leute 2 Tage nichts anderes machen und danach bauen wir hier irgendwas, die große chinesische Mauer aus Holz, um die Zombies abzulenken. Irgendwie sowas in der Richtung machen wir. Aber das machen wir nicht heute. Infection-Free Zone. Spiel Speichern. Dann haben wir die Autosaves. Ich mache mal eine neue Speicherung. Speichern hier drauf. Bestätigen, dass er gespeichert hat. Das hätte er gern von uns unterschrieben. Bitteschön. Und dann gehen wir ins Hauptmenü. Um nochmal denen zu zeigen, die später gekommen sind, wie cool das ist mit der Weltkarte. Hier seht ihr die Weltkarte übrigens. Und diese ganzen Punkte hier könnt ihr spielen. Und die basieren auf den Geodaten, ne? So sieht das aus. Mega cool. Könnt euch irgendeinen aussuchen. Und das war's von Infection Free Zone.